Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge. Dies ist Teil 128. Ja, na, jetzt sitzen sie hier alle ganz vergnügt bei Vivian und unterhalten sich mit ihr, während sie hier übt. Da kommt sie natürlich nicht viel vorwärts. Jenny hat Tantiemen gekriegt. Jenny spricht jetzt mit einer Pflanze oder wie? Da könntest du dich auch mal um deinen Garten kümmern. Wo steckst denn du, liebe Jenny? Erstmal lasse ich sie hier noch einen trinken. Das andere Ding stecken wir ein. Ah, und dann kannst du gleich wieder zurück in den Garten gehen, um dich hier um die Gartenpflanzen zu kümmern. Ah, anscheinend hat sie schon gegossen, das ist gut. Jetzt lasse ich sie noch alles ernten und hier alles verkaufen. So, den räumen wir mal weg. So, und wo steckst du? Na, ist mal eben hochgeflitzt. Na, dann könnte ich ja währenddessen hier der Luca sagen, dass sie noch mal was malen soll. Mal doch einfach mal ein klassisches Gemälde. Und dies kannst du dann anschließend verkaufen. Dann kriegst du auch Ruhm. So. Vivian kriegt einen Anruf. Okay, Toshi Wagner ruft an. Zum Plaudern. Ach ja, warum nicht? So. Oh, und dann sollte Vivian vielleicht mal was essen. Da kannst du dir was zu essen holen. So. Na, ein Kleinkind pennt immer noch. Nun, du solltest jetzt aber mal aufstehen und Happa Happa machen. Jo, und sie ist schon fröhlich bei der Sache und will ihre Fantasiefähigkeit trainieren. Das ist sehr gut. Und die kleine Mika, die sollten wir dann anschließend mal baden. Ich denke mal... Oh, Lana nicht. Gut. So, aber vor dem Baden erstmal Habba Habba. Gut. Ja. Na, ist die Trauer schon vergangen? Ja, die Trauer ist schon vergangen. Das ist gut. Also das ist jetzt hier eine neue Trauer wegen Schmutzigkeit. So. Jenny, du könntest jetzt mal hier die... lass doch dein Kind essen. Dein Kind ist hungrig, Jenny. Und dann kannst du es baden. Na, hast du Essen in der Tasche? Wird ständig von Erwachsenen abgelenkt. Naja, ist noch nicht kurz vorm Verhungern. Bankira. Was machst denn du, Jenny? Völlig überflüssigen Kram. Ich dachte, du bist eine erfahrene Mutter. Ein erfahrenes Muttersein bedeutet auch, die Kinder in Ruhe zu lassen, wenn sie was selber machen sollen. So, schauen wir mal, was für eine Vase wir da zugeben können. Vielleicht eine gebrannte Keramikvase. Hm? Das sieht schön aus. Okay, Jenny, jetzt wird es Zeit zu verkaufen. Wir haben jetzt hier mehr als genug von diesen Blumen drin. Also, erstmal umziehen, erstmal umziehen. In diesem Outfit... ist nicht gut Blumen verkaufen. Das hier ist passender, würde ich sagen. Und jetzt kannst du ausstellen. Jawohl. Nur eins.
Oh, da müssen wir die anderen Sachen wegräumen. Können wir vielleicht da hinstellen? Nein. Wieder borstige Pflanzen. Wo kann man die denn hinstellen? Na, stellen wir die erstmal hier hin. So. Tja, die wollen wohl nur auf richtig große Flächen. Nun gut. Jenny, du kannst jetzt nochmal ausstellen. Da müssten eigentlich mehr kommen. Ja, sehr gut. Und jetzt kannst du Standbedienen machen. Und dann erhöhen wir mal die Preise auf 200%. Und dann beginnen wir den Gartenverkauf. Und dafür haben wir hier ja... Oh, die sind schon schlecht. Jenny, stopp. Die ist verwelkt. Das wollen wir ja nicht. Schlecht. Gar nicht gut. Pfui Deibel. Tja, haben wir wohl zu lange gewartet. Die ist normal. Die ist auch schon schlecht. Kürzlich hatte ich erst geguckt und da waren die noch in Ordnung. Das ist jetzt wohl erst in letzter Zeit passiert. Und packen wir hier mal. Können wir die nicht hier drauf packen? Na gut. Und schmeißen wir die schlechten alle raus. Ausgezeichnet. Ah ja, und hier mit dem Duft der Zeitlosigkeit, Glockenblume, bleiben sie gut. Das haben wir ja bei den letzten gemacht. Und das hier sind auch schlechte. So, und jetzt kannst du hier nochmal ausstellen. Und dann geht's weiter mit dem angefangenen Gartenverkauf. Oh. Und hat hier unsere kleine Mika mal gegessen? Nee, immer noch nicht. Wird echt ständig abgelenkt. Das ist ja furchtbar. Muss ich immer stoppen. Nimm dir doch hier mal was zu essen. Irgendwie... Wahrscheinlich hat sie schon was in der Tasche. Das sieht man dann hier gar nicht. Aber vor lauter Großen, die sie da ablenken, kommt sie nicht zum Essen. So, jetzt geht's los mit dem Essen. Das ist gut. Sehr gut. Tja, kommt keiner zum Kaufen? Bewältigung der Aggression. Mach Sport. So. Eigentlich müsste da doch mal jemand kommen. Ja, hier ist es ziemlich leer. Da läuft jemand rum. Ja, es sind hier schon Leute. Aber die Einkaufszone Kiurasch will uns zur soziale Medienkarriere überreden. Nee. So. Tja, sonst hat das immer gut geklappt, in so einem Haus so einen Gartenverkauf zu machen. Aber vielleicht sind die Leute nicht gerne in der Magnelia-Promenade. Was weiß ich? Und die Millie beauftrage ich mal hier, die kleine Mika zu baden. Baden. Mika. Na, Jenny gibt sich auf jeden Fall große Mühe. Machen wir hier mal ein schönes Erinnerungsbild. Erst Wände hoch, genau. Dann Erinnerungsbild. So, Jenny, du kannst jetzt hier nochmal demonstrieren, wie toll du das machst.
So. Ja, sowas zum Beispiel. Und dann so die schicken Handgesten. Ja, gut. Jawohl, ja, sehr schön. Tja. Keine Ahnung, warum das hier nicht klappt. Vielleicht ist dieser Gartenverkauf auch mal wieder kaputt. Denn der war schon öfters mal kaputt und wir haben das jetzt eine Weile nicht gemacht. Tja, und vielleicht haben sie das in einem der letzten Updates wieder kaputt gemacht. Oh, hier kann man weiterentwickeln. Oh, sie kann das nicht. Ja, sie kann das nicht. Gut, dann muss Jenny das machen. Das machen wir doch gerne. Es sind noch mehr, die blinken. Tja, es ist natürlich schade, wenn mein Plan nicht funktioniert. Wir könnten höchstens das Ding vielleicht rausstellen und gucken, ob es dann besser funktioniert. So. Komm, Jenny, wir stellen es jetzt raus. Dann soll sie mal Stand abräumen. Nee, das wollen wir jetzt noch nicht. Kommt jetzt etwa jemand? Nee, also nicht, um bei uns was zu kaufen. Ah, Jenny, du kannst das jetzt erstmal aufhören. Wir schieben den Stand nach draußen. Und versuchen es dann nochmal. So. Mal gucken, jetzt geht's. Jo, so geht's, wunderbar. Ausstellen und Stand bedienen. Na, erstmal ausstellen. Jawohl, sehr schön. Und dann Stand bedienen. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Gartenverkauf. Na, jetzt kriegen wir auf jeden Fall Musik. So. Ja, ja, es scheint zu klappen. Oder? Das ist einer der Söhne. Ja, er hat was gekauft. Okay, also es geht vielleicht nicht mehr in Räumen. Schade. Das fand ich nämlich cool. Weil man dadurch einen Laden simulieren konnte. Aber so geht's jetzt auch. Stell nochmal ein neues aus, Jenny. Ja, und jetzt weiter Stand bedienen. Tut sie wohl noch. Gut. Okay. Mach mal schön weiter. Ah, da kommt ein trauriger Geselle an. Lukas Wagner. Auch ein Sohn. Ja, das ist doch nett, dass die Söhne alle kommen zum Einkaufen. Und du? Auch ein Sohn. Markus Wagner. Ja, ihr dürft was kaufen. Ihr habt doch inzwischen bestimmt viel Geld verdient. Und seid jetzt reich. Genau. Schön was kaufen. Ja, es sind schon ziemlich teure Blumen inzwischen.
me, boofs me, ba, ah? Ja? Ja, er überlegt. Doch nicht. Doch, er kauft was. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann kannst du hier noch was nachstellen. Ah. Mitzel. Ja, das ist doch das Hübsche. Die komplementäre Ergänzung, die wir kürzlich erst gemacht haben. Mit dem Duft der Zeitlosigkeit. Gut, schauen wir mal, was die anderen so machen. Denn wir müssen ja auch leveln, unbedingt. So, sie hat jetzt immerhin schon Level 4, das ist ganz gut. Ne, andersrum. No, ein großes, buntes Bild. Verkauf das mal. Und dann mal ein realistisches Gemälde. Und danach kannst du ein Pop-up-Gemälde malen. Pop-Art-Gemälde malen. So. Und Vivian, hast du deine Bedürfnisse erfüllt? Ja. Halbwegs. Dann kannst du jetzt nochmal Getränke mixen üben. Die Frage ist, ob man beim Mixen üben besser lernt oder wenn man gezielt Getränke mixt. Keine Ahnung. Er sollte hier nochmal Logik spielen. Du könntest vielleicht mit Millie spielen. So, Millie hat ja Zeit. Und Beth? Gucken wir mal, wie weit bist du? Oh, du kannst Geburtstag feiern. Und Jenny ist hier schon eins weiter. Aber ich denke mal... Ah, jetzt ist er vorbei. Der Gartenverkauf. Ich denke mal, das könnte man jetzt als Erfolg bezeichnen. Mal gucken. Obstand abräumen, das jetzt in das Inventar packt. Nein, das habe ich befürchtet. Dann holen wir die hier wieder raus und packen die da zurück. Wo sind sie denn? Jenny, du hast sie doch eingesteckt. So. Das ist ja mysteriös. Ich sehe sie hier nicht. Und da drin auch nicht. Die sind verschwunden, die Sachen. Oder... Ah, da sind sie ja. Tja. Genau gucken ist auch hilfreich. So, dann hat das doch wenigstens geklappt. Jetzt müssen wir hier nur irgendwas mit den Blumen machen. Ja, die platzieren wir mal im Inventar. Wobei die ja hier eigentlich ganz hübsch aussehen. Nee, die verkaufen wir einfach. Dann sind sie weg. So. Wenn ich sie finde. So. Da sind sie. So. Gut. Aha. Jenny bringt ein Kind freiwillig ins Bett. Das finde ich sehr löblich. Der Geist von Sechi schwindet. Das Kind ist aber nicht so begeistert davon. Mal gucken. Immer noch hungrig? Nein. Nicht mehr hungrig. So, klappt das?
Jawohl, sehr schön. Gut. Jenny, dann kannst du noch ein Blümchen binden. So. Da müssen wir ja auch bis Level 10 kommen. So, machen wir mal die Herbstnacht. Und gucken, was die anderen so machen. Sie malt, das ist gut. Ah, die Beth kann ja Geburtstag feiern. Okay, das machen wir gerade noch. Beth, du kannst Geburtstag feiern und dann als Teenie in den Sonntag gehen. Dann kann sie auch gleich schon ein bisschen leveln. Ist lustig, wie eine Kerze hier. Ah, jetzt sind die, haben sie sich angeglichen, die Kerzen. Zuerst war diese hier irgendwie viel blasser. So. Ja, Kreativität hat sie schon. Sehr viel mehr als die anderen Sachen. Jawohl, sie ist Perfektionistin. Ob ich sie dann vielleicht ein Instrument lernen lasse, wäre doch mal wieder was anderes. Weil kreativ schon, aber eben Musik. Ja, und würfeln wir mal wieder. Zimperlich. Okay. So. Ja, schön schaust du aus, meine Liebe. Ja. Okay, dann sollten wir dir gleich eine Gitarre kaufen. Wenn wir nicht noch eine rumliegen haben. Aber ich glaube eher nicht. Nö, dann kaufen wir mal schnell eine Gitarre und geben sie ihr. Das ist dann sozusagen ihr Geburtstagsgeschenk. So. Aktivitäten. So. Und wo will sie jetzt ins Bett gehen? Ja, das ist egal. Das die legen wir einfach hier irgendwo hin. Na, komm. So. Und geben sie ihr dann ins Inventar. So. Okay. Das war's dann mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.